So, schön, dass ihr noch hier bei uns bleibt. Hier vorne stehen jetzt der Sisi und die Jade und Annika, die für uns übersetzen wird. Gleich eine Frage an dich, Jade. Eure Gruppe nennt sich ja Itemba. Was bedeutet dieser Name und wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Okay. Itemba ist ein Zulu-Wort, which means hope. Itemba ist ein Wort, was in Zulu-Sprache, welches Hoffnung bedeutet. And wherever we go, we'd like to leave young people with that message of hope. Und wo auch immer wir hingehen, hinterlassen wir die Nachricht der Hoffnung bei den jungen Leuten. And the hope that we want to bring is hope that we found in our Lord Jesus Christ and in our country. Und die Hoffnung, die wir verbreiten, ist die Hoffnung, die wir in unserem Herrn Jesus Christus gefunden haben, aber auch die Hoffnung in unserem Land. Ja, jetzt kurz zu euch beiden. Wie seid ihr eigentlich zu Itemba gekommen, Sisi? Oh, I got to know Itemba through Youth for Christ last year. Also ich habe Itemba kennengelernt durch Jugend für Christus letztes Jahr. And I joined Youth for Christ last year because I found the reason of serving Jesus by being with Youth for Christ. Und ich bin letztes Jahr zu Jugend für Christus gekommen, weil ich einfach gefühlt habe, dass ich damit Gott dienen kann. I feel like since I've accepted Jesus in my life, I haven't done anything to serve him. So that's the reason I joined Itemba and Youth for Christ, so I can have a relationship with him. Weil ich habe bemerkt, seitdem ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich einfach nichts für ihn getan. Deswegen bin ich zu Jugend für Christus gegangen, um ihm zu dienen und dann letztendlich auch zu Itemba. Und du, Jake, wie bist du zu Itemba gekommen? I grew up in a Christian background. Ich bin in einem christlichen Hintergrund aufgewachsen. So as a child I had to go to church, I had to go to Sunday school, I had to go to youth. Und als ein Kind bin ich einfach in die Kirche gegangen. Ich musste in den Kindergottesdienst gehen und auch in die Jugend kommen. And in doing all those things I developed a passion for dancing, music, singing. Und während ich viel mit in der Gemeinde war, habe ich einfach eine Leidenschaft für Tanzen und Singen entwickelt. And Itemba is a youth development program. Und Itemba ist ein Jugendentwicklungsprogramm. So when I found out that Itemba does this, that's when I knew that this is for me. Und als ich herausgefunden habe, dass genau das Itemba macht, habe ich gedacht, okay, das ist meins. Ihr seid jetzt schon seit 6 Monaten hier in Deutschland unterwegs und bietet Workshops an, in denen man tanzen lernen kann, trommeln lernen kann, mit euch ins Gespräch kommen kann. Mich würde interessieren, warum macht ihr das? Was ist eure Motivation? The reason we traveling around Germany is to keep on passing the message to the people and serve Jesus Christ while we serve the people. Der Grund, warum wir durch Deutschland reisen, ist der, dass wir einfach Leuten dienen wollen und die Nachricht von Jesus verbreiten wollen und ihm, dadurch, dass wir euch dienen, auch dienen wollen. And what really motivates us as Itemba is our passion, which is our faith. Und was uns als Itemba motiviert, ist unsere Glauben, ist unsere Leidenschaft für den Glauben. Ja, Itemba tanzt später auch noch in der Luxbox, dann könnt ihr auch mit den ganzen Ensemble-Mitgliedern ins Gespräch kommen. Und wer nicht genug von Itemba bekommen kann, der kann sich auch später dann eine CD kaufen. CD-Erlös ist für den sozialen Zweck in den Townships von Johannesburg. Und ja, wir sagen erstmal vielen Dank für Itemba, nochmal einen großen Applaus.